gleich filmt, wären wir auch sehr unangenehm gewesen. Eingepackt, Grundstück doppelt so viel wert. Was? Was rücken wir da? Dabei Fernsehen, bei anderen Bereichen ist besonders dicht. Ja, ohne Brille ist sonst schwierig. Nee, Spaß, wir bereiten hier vielleicht das ein oder andere, vielleicht Workout-Video vor, man weiß es nicht. Aber sicher ist das noch nicht. Nee. Was ist? Hab nicht mehr gemacht. Hallo. Geht los, oder? Ja. Leute, was geht ab? Willkommen zurück. Ein weiteres Jahr. September to remember. Jahr 5. Schlag nach dem Bock. 5. Sehr. 5, Alter? Ja. Das ist, wir sind 5 Jahre älter? Das ist 5. Nee, das kann nicht sein. Wie hieß ja, ich wäre. Wir sehen auf jeden Fall 5 Jahre jünger aus. Und das erste Workout hat wie immer einen fantastischen Titel. Willkommen zum ersten Workout. September to remember. Chapter 5. Willkommen zur Sauerstoff-Sauerei. Ist gut, oder? Hab ich mir ausgedacht. Ja. Und Dave Castro-mäßig wird euch heute der Fadi das Workout mal näher bringen. Ich hab meinen Namen vergessen. Schagel, was hält das erste Workout denn parat? Das Workout besteht aus 3 Teilen. Diese Teile fangen soft an. Nein, eigentlich fängt der erste Teil schon in die Fresse an und wird im zweiten, dritten Teil einfach noch ein bisschen ekliger. Kommt mal ran. Wir starten also das Workout mit 40 Double Under und 30 Dumbbell Snatches. Diese sind natürlich alternierend und mit den üblichen Gewichten. Das ist für die Herren 22,5 Kilogramm Dumbbell und für die Ladies 15 Kilogramm. Ihr werdet das kennen. Das ist der erste Part. Danach geht weiter. Geht es fließend weiter. Geht es fließend weiter. Ihr könnt auch eine Pause machen. Ihr könnt sowieso. Das ist sowieso, ihr könnt jederzeit Pause machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt so viel Pause machen, wie ihr wollt. Ihr könnt noch langsam arbeiten. Danach geht es weiter mit 40 Double Unders. Summiert sich. 30 Dumbbell Snatches. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Das gleiche Spiel. Into 20 Bar Facing Burpees. Kann kein Mensch lesen. Heißt Bar Facing Burpees. Bar Facing, ja. Hä? Können wir eine extra Bar dafür aufbauen? Solltet ihr, denn wir kommen jetzt zum letzten Part. Oh, ich bin schon richtig gespannt. Ja. Startet mit 40 Double Unders. Okay, das klingt ja wie vorher. Kommt da noch was Neues? Nein, erstmal nicht. 30 Dumbbell Snatches. Jetzt sag mir nicht, jetzt kommen da 20 Barfacing Burpees. Das wäre wild, ne? Eigentlich wollte ich, aber jetzt mache ich's. 20 Barfacing Burpees. Aber das kann doch nicht alles sein. Fehlt noch ein Movement. Lass uns doch zusammen überlegen. 40, 30, 20. Wie viele Reps könnten es werden? 5? 10? Richtig. Nein, ist irgendwas dazwischen. Das sind 10. 10 Deadlift. Aber wie viel Kilo? Schade. Ja. Die werden relativ schwer. Die sind also nicht im Endspurt nur ebenso wegmachbar. Was heißt denn schwer? Für dich und mich schon, aber da sind ja auch ein paar Leute bei. Also, für Männer sind es 140 Kilogramm. Und für Frauen? Sind es 90. Genau. Danach ist das Workout beendet. Das Time Cap, darauf kommt es ja an. Jetzt hofft ja jeder Time Cap 5 Minuten. Dann komme ich gar nicht in die zweite Runde. Heide Witzka. Was? Das würde ich jetzt aber gerne noch mal sehen, Schagel. Kannst du das denn auch? Locker. Los geht's. Ich habe zufälligerweise auch schon meinen Daumen getaped. Sehr gut. Und weil es alterniert ist, beide Daumen. Geh weg, ich mache jetzt das Workout.
So Leute, ihr habt Chagel gehört. Willkommen zum ersten Workout. Ihr startet mit 40 Double Unders, gefolgt von 30 Dumbbell Snatches und zwar alternierend. Das bedeutet, ihr wechselt nach jeder Rep den Arm. Es geht weiter mit 40 Double Unders, gefolgt von erneut 30 Dumbbell Snatches. Dann wird spicy, denn jetzt folgen 20 Bar Facing Burpees. Leute, die kosten ein bisschen Kraft, die kosten ein bisschen Gas, aber wir glauben an euch. Dann geht es erneut von vorne los. 40 Double Unders, gefolgt von 30 alternierenden Dumbbell Snatches, 20 Bar Facing Burpees und dann kommt der krönende Abschluss. 10 schwere Deadlifts für Männer mit 140, für Frauen mit 90 Kilo. Eine Skalierung findet ihr wie immer im Scoresheet. Chagel war doch anstrengend, oder? Ja, mach aus, mach. Ja, also für einen Sportler rast dein Herz schon ganz schnell. Ich bin froh, dass es noch schlägt. Das war vor 5 Jahren aber noch einfacher. Ihr habt Chagel gehört, ihr habt das erste Workout gesehen. Viel Spaß, viel Erfolg. Vergesst nicht, euch anzumelden, eure Scores einzutragen. Teilt eure Erlebnisse gerne auf Social Media. Wenn ihr Leute bepöbeln möchtet, dann gerne Chagel. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist ein sehr schönes Workout, lobt gerne an mich. Wir sehen uns nächste Woche in Woche 2 zum zweiten Workout. Dies, das. Ananas.